Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Outcast 2, A New Beginning. Ich habe mich schon sehr, sehr auf dieses Spiel gefreut. Ich habe es schon etwas länger auf meiner Wunschliste. Letzten Monat ist es rausgekommen, also vor circa 4 Wochen jetzt. Und es ist aktuell im Angebot. Da habe ich mir gedacht, ich schnapp einfach jetzt mal zu, weil, wie ihr wisst, ich kaufe Spiele größtenteils nur noch im Angebot mittlerweile, weil alles andere kann sich keine Sau mehr leisten. Und ja, ich wollte dieses Let's Play heute mit euch beginnen. Also starten wir einfach mal ein neues Spiel. Wir können wählen zwischen Story, erlebe die Geschichte des Ulukai ohne große Hürden. Kämpfe sind sehr einfach und die meisten Begegnungen erfordern keine große Anstrengung. Da freut sich doch jeder Mensch drüber. Leicht. Feinde sind leichter zu töten, fügen weniger Schaden zu und reagieren langsamer. Das Zielen ist viel einfacher. Empfohlen für für weniger erfahrene Spieler oder Leute, die Herausforderungen gerne beim ersten Versuch schaffen. Das Zielen ist einfacher. Also ich bin jetzt gerade mal mit Maus und Tastatur unterwegs, weil ich nämlich schon mitbekommen habe, dass man wohl oft zielen muss. Ich hätte es lieber mit Controller gespielt, aber wir gucken mal, wie gut wir zurechtkommen. Dann gibt es noch normal, das empfohlene Spielerlebnis. Eine faire Herausforderung für Spieler, die bereits Erfahrung mit Actionspielen haben. Ja, ist halt für alle, die unbedingt ja, viel sterben wollen, sag ich mal. Oder die, die noch mehr sterben wollen. Feinde sind schwerer zu töten, auch schwer, fügen mehr Schaden zu und reagieren schnell. Das Zielen erfordert mehr Präzision. Empfohlen für Spieler, die gerne gefordert werden. Wo bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey, lass mich gehen! Was für ein Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Denk nach, Slade, denk nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Also erstmal, wow. Wow, ich hätte nicht mit so einer Grafik jetzt bei dem Spiel gerechnet. Andererseits, ich habe ja auch die Trailer gesehen, Der also ich Ort wusste kommt mir schon, dass nicht das geil bekannt vor, aussehen wird. verdammt. Vielleicht wird die frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Ganze nicht doch vielleicht mit Controller spielen sollte, Wie aber es kann ich sieht mich so an ein krass Wort wie aus. Synapsen erinnern, aber nicht daran, warum ich hier bin? Das Problem ist halt dieses Anvisieren. Was ist denn das für ein Zeug? Das ist ja ekelhaft. Okay. Mann, das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Aber jemand was ab. Da muss ich hin. Oh. Du kennst den Weg?
Ich bin direkt hinter dir, Kleiner. Mit dieser Alien-Technologie ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat dieses Schiff meine Einheit nicht erwischt. Ich schaue aber mal eben nach, ob man die Sprache vielleicht ein bisschen lauter machen kann. Kleinen Moment. So, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen lauter. Aus meiner Ausrüstung bin ich gerade im Dienst. Also für mich jetzt nicht so wirklich, aber ich habe es 30% höher gestellt. Stand auf 70%. Der hört sich so süß an, der Kleine. Ach, Mann, mir platzt der Schädel. Ja, mir auch. Ich habe heute leider Migräne. Aber ich musste unbedingt dieses Spiel heute starten. Okay, denk logisch. Die WFA würde... Was, was, was? Was wird die WFA? Was ist die WFA? The World Federation... Irgendwas? Einheimische, schätze ich, scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Wow, ist schön langsam. Ich komme in Frieden, glaube ich. Du sprichst Agakamon? Ich beherrsche 14 Sprachen, aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakamon, klar. Zieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also wer bist du? Ich heiße Slate. Commander Katastrophe. Zurück, Fingermonster! Oder bei den Jots, ich mache eine Trophäe aus deiner krummen Hand. Okay, kein Händeschütteln. Das war nur nett gemeint. Pass auf, das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Fingermonster? Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Wo ist das Schiff, das ich gesehen habe? Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Ich bin Leas, Anführerin der Dolothai-Wächterinnen. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du der Ulukai bist. Ich erinnere mich nicht mehr an die Vorgaben. Also gut, du gehst vor, Leas. Uns bleibt keine Zeit. Meine Dolothai-Wächterinnen haben das feindliche Schiff verfolgt. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jots deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen. Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Ja, nicht ganz. Okay, das ist vielleicht nicht die Frage, die man sich in diesem Moment als erstes stellen sollte, aber haben die alle keine Haare? Das war doch eine Frau gerade, oder? Hallo, was bist du denn? Hallo, guten Tag. Ich kann mich nicht ducken oder so, ne? Hallo. Ich kann dich leider nicht streicheln, aber du siehst geil aus. Dort einfach, da hinten sind noch mehr davon. Hi, ihr kleinen Zwerge. Komm mal her.
Oh, ich halte mich wieder mit Nebensächlichkeiten auf. Ich weiß, die ganzen Männer, die jetzt zuschauen. Dann suche ich mal diese Dolotai-Wächterin. Bewegung soll ja gut fürs Hirn sein. Die ganzen Männer, die jetzt zuschauen, denken sich, wann läuft die Alte endlich? Ist doch scheißegal, was das für Viecher sind. Mach sie einfach platt. Wobei, das kann ich eigentlich. Ich kann... Achso, Q, mich zu heilen. Okay. Oh, das ist aber richtig Mist. Ah, da komme ich bestimmt immer dran, wenn ich nach vorne laufen will. Vielleicht sollte ich doch umschalten auf Controller. Wir probieren es jetzt erstmal so. Weil wegen dem Zielen, ne? Normalerweise, ich meine, gut, Resident Evil mache ich auch immer mit Controller. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist etwas, was explodiert ist hier. Beeindruckende Technik. Ich sollte vorsichtig sein. Definitiv. Oh, Roboter. Also Androiden, oder was? Der läuft ein bisschen schwerfällig um die Kurve, aber... Draußen ist nichts, ne? Das kann man, glaube ich, nicht anklicken. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolotai-Wächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Ja, oder andere, ne? Also andere von denen. Kein einziges Lebewesen hier. Wie diese Invasoren wohl aussehen. Einheitsgröße. Na, hoffentlich mit endlosen Schwebetank. Okay. Jackpot gefunden. Achso, da. Erstmal den Kopf stoßen. Ah, kann man aber nur einmal. Okay, verstehe. Muss erstmal wieder aufgeladen werden. Okay. Gut, hier ist sozusagen... aber das wird nicht reichen, für da hinten da hochzukommen, oder? Wir probieren es mal. Okay, es würde reichen, wenn er sich festhalten würde. Macht er aber nicht. Na, ja, bitte? Ich sollte weitergehen. Sie muss in der Nähe sein. Ja. Man sollte vielleicht noch mal ein bisschen damit üben. Das Problem ist immer, wenn ich jetzt springe, geht das Ding natürlich mit an. Also es ist ein bisschen tricky, wo man dann auskommt. Aber es ist schon ganz cool. So. Erstmal viel Heilung. Das heißt nicht unbedingt etwas Gutes. So, das dürfte dann der zweite Außenposten sein, nehme ich mal an. Noch eins von diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Ah ne, das flackert nicht. Das ist nur am Leuchten hier. Okay. Wie kommen wir rein? Vor allem... Alter! Darf ich mir mal kurz die Grafik hier angucken? Ich finde, zumindest wenn man stehen bleibt, sieht das richtig geil aus. Also wenn man sich bewegt, ne? Klar? Oh. Ich schätze, dem werden wir helfen müssen. Toll. Was jetzt? Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Also, ich denke mal, wir dürfen uns jetzt hier erstmal noch was rausholen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man keine Frau spielen darf. Es ist fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Wow! Oh, cool. Okay, versucht es jetzt mal.
Ich schätze, wir sollen das Ganze abblocken. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es schade, dass man keine Frau spielen darf. Vielleicht hat das noch irgendeinen tieferen Grund oder so, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar darüber. Sieht wie eine Art Terminal aus. Hm? Das Schildgerät reagiert darauf. Dass, wenn wir schon mal einen Mann spielen, wir dann wenigstens auch Frauen retten dürfen. Okay, lieber Computer. Was passiert, wenn ich diese Tasten drücke? Das weiß ich. Achso, ich muss gedrückt halten. Ah. Na bitte. Okay, aber ich kann nicht blocken. Das ist schlecht. Ja, mit Hilfe deines Schildes. Ihr seid lustig. Ich kann aber das Schild nicht hervorrufen. Oder was soll ich machen? E ist es auch nicht. Also rechts ist ja normalerweise blocken. Das ist es aber nicht. Ja, könnte, ne? Wenn man wüsste, wie man das benutzt. Habt ihr mir aber nicht gesagt. Ah, doch, jetzt hier. Oh, das ist ja doof zu handhaben. Okay. Gut gemacht, Slate. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, was Leas Freundin angeht. Ich muss sie schnell finden. Mit C in die Hocke. Ach du Schande. Ich breche mir hier einen ab mit der Steuerung. Ich glaube, ich werde es dann mal versuchen, über Controller zu spielen ab der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Nein, das war... Ich wusste es doch, es ist die falsche. Nein. V. Ach. Da breche ich mir echt einmal ab. Also ihr Lieben, es tut mir leid. Das geht gar nicht. Ich muss mal gucken, dass ich das Ganze mit dem Controller spiele. Ich habe mal eben umgestellt. Achso, kann ich den looten oder so? Nicht? Oh, damit ist jetzt springen, okay. Damit ist schlagen, ausweichen, links oben ist blocken, okay. Okay. Aber hiermit kann ich nichts machen. Also kommt zumindest nichts, dass ich hier irgendwas aufheben kann. Na gut. Also links oben ist blocken. Das ist ganz wichtig. Ich wusste es doch. Ich glaube, das waren aufgeladene Angriffe. Also es könnte ein bisschen zappelig sein mit dem Umhergucken dann, aber ich glaube, so werde ich definitiv besser zurechtkommen. Aber wie sprinte ich jetzt? Moment. Nee, das war's nicht. Ach, jetzt sagt nicht, oh, das ist dieses eklige Reindrücken vom... Ja, vielleicht kann man das noch umstellen. Da ist sie. Oh, was zu... Zentrale an Alpha 32, haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein, 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 nein. Kann ich sein? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Es wird Spaß machen, das Leas zu erklären. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Okay, zielen, schießen. Also so wie immer. Sehr gut. Die Frage ist jetzt nur,
Also deswegen mal hatte sehen, ich. Ob der Scanner noch läuft. Und dein. Achso. Röntgenblick. Wie cool ist das denn? Da ist noch was. Achso, die sieht man dann auch? Okay. Na, kein Platz mehr. Achso, darf man nur 10 Stück zur Heilung haben. Nee, halten. Ja, ja, ich hab's wieder nicht gehalten. Also, wir schauen mal, wie es läuft mit dem Schießen. Nur ich komme mit Controllern in der Regel besser zurecht, deswegen. Halte RT, also R2 gedrückt, um deine Waffe abzufeuern. Ja. Die Pistole verbraucht automatisch grünes Helium, um ihren Schaden zu erhöhen. Oh. Ein bisschen kompliziert mit dem Schild und dem Zielen, aber. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, da kommt was runter. Aber mal gucken, wie es wird. Wenn jetzt eine ganze Invasion kommt, könnte es wirklich ein bisschen problematisch werden. Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt gerade hier abgezogen habe. Also dieses Lila, ne? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Das ist eine gute Überleitung. Okay. Hä, unten die Pflanze kann man jetzt wieder nehmen? Ach nee, die konnte ich ja nicht nehmen, weil... Ja, ja, ich war ja voll. Gucken, wo kommen wir denn hin? Also, wir verbrauchen... Aber wir haben keine unendlichen Schuss, ne? Habe ich das richtig gesehen? Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA? Nutzt jetzt Droiden? Da ist doch kein Reden. Siehst du das? Ja? Wie schaltet man das Ding ab? Verdammter Wilder! Sprich! Gaza, meine Jonor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal. Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was, wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Meine Laptop! Maeaniosak! Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht! Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was! Und bringt den nächsten Gefangenen! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!